gibt ja nicht diese eine Zukunft. Wird. Aber wenn man den Gedanken ein bisschen sacken lässt und sich darauf einlässt, dass Zukunft, so wie man es sich vorstellt, eigentlich nicht existiert. Ja. Was ganz, ganz wichtig ist bei Zukunft, ist vermutlich eben der Mut. Du angesprochen hast, ist eben der Unterschied zwischen linearem Denken und linearem Fortschreiben von Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und das andere ist komplexes Denken. Also Denken. Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ira Moller lädt zum Gespräch. Liebe Valeria. Liebe Ira. Wir kennen uns ja von der Sustainability Challenge. Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns gemeinsam in einem interdisziplinären und intradisziplinären Projekt der vier großen Unis quasi vergnügt. Und du warst eine der ganz wunderbaren Studentinnen, die Mutmacherei in einem Service-Learning-Projekt unterstützt hat und hast dich dann wieder bei mir gemeldet nach Jahren. Und das hat mir große Freude gemacht. Darum ist es wunderschön, dich heute als Gast beim Mut-Talk zu begrüßen. Danke für die Einladung, Ira. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Jetzt ist es natürlich super spannend, was du inzwischen gemacht hast. Also so der letzte Kontakt war an und für sich, als du eben noch studiert hast. Und vielleicht magst du ja ein bisschen erzählen, was hast du studiert und wie war dein Weg dann? Weil da gibt uns schon ein bisschen einen Einblick in, warum ich dich eingeladen habe, zu Gast zu sein. Sehr also, gerne. Wie hat dein Weg begonnen, wo wir uns zum letzten Mal gesehen haben quasi? Ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Okay. Ich bin praktisch 2015 für den Master nach Wien gekommen, um Sozioökonomie zu studieren an der Wirtschaftsuniversität. Und das Studium an sich ist schon so super interdisziplinär. Ich hatte es im Bachelor auch und wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Themenbereiche. Und auch immer die spannende Verknüpfung von Gesellschaft und Wirtschaft und die Frage, die zentrale Frage, wie kann das zusammen funktionieren? Wie kann es uns gelingen, auf dieser Welt zu leben sozusagen und zu funktionieren? Und dieses Thema wollte ich dann im Masterstudium vertiefen. Und Wien hat da eben ein ganz tolles Programm, ganz normaler Master, und das war mir dann ein bisschen zu wenig, weil wir hatten unsere Standardfächer, die wir machen mussten, aber so Vertiefungsbereiche, die man sich frei wählen kann, das gibt es im Studienprogramm an sich nicht. Und da bin ich aber auf die spannende Sustainability Challenge eben gestoßen. Und mir hat es ganz gut gefallen, dass man erstens mal mit Studierenden aus anderen Universitäten in Kontakt kommt, als relativ frisch zugezogene in Wien, war es natürlich für mich auch spannend, einfach Menschen kennenzulernen, Menschen mit anderen Perspektiven aus den Fachbereichen eben kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, was wir super spannend finden. Und eingebettet war das ja alles in den großen Themenbereich Nachhaltigkeit. Und wir hatten da eben diese Zusammenarbeit mit dir, wo ich mit Kolleginnen, das war auch ein interdisziplinär zusammengewürfeltes Team, wir haben uns da praktisch angeschaut, wie die Mutmacherei die Mutmap aufgesetzt hat und haben dann auch eine Umfrage gemacht, um zu verstehen, wie die NutzerInnen, was ihnen daran gefällt an der Mutmap und ja, wie die Funktionalität ist, was sie sich möglicherweise wünschen würden. Und es war dann über ein Jahr hinweg das Thema der Mutmacherei, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und genau, ich hoffe, dass das auch die Mutmacherei ein Stückchen bereichert hat. Uns hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, weil wir natürlich auch nicht nur dieses Praxisprojekt hatten mit euch, sondern auch super viele spannende Impulse und Theorien von den unterschiedlichen Fachbereichen eben auch mitbekommen haben. Und wie es dann eigentlich weiterging, ich habe mich dann natürlich nach einem anderen Engagement bemüht und bin dann zu einer anderen Organisation gekommen, die mich eher in den wirtschaftlichen Teil meines Studiums gebracht hat. Das ist 180 Degrees Consulting, ist eine studentische Unternehmensberatung, die
also Pro Bono Beratung anbietet für Social Enterprises, für Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeitsziele einsetzen und so weiter und die halt einfach in der strategischen Entwicklung Unterstützung brauchen. Und da auch wieder ähnliches Prinzip, Studierende aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, aus den unterschiedlichsten Kontexten und mit den unterschiedlichsten Hintergründen kommen zusammen und stecken ihre Köpfe zusammen, nutzen ihre Fähigkeiten, um gemeinsam an einer Fragestellung des Kunden zu arbeiten. Und das hat natürlich so einen schönen Weg dann auch in das Berufsleben geebnet, weil ich dadurch extrem viel praktische Erfahrung sammeln habe können. Und das Studium an sich habe ich noch vor gar nicht so langer Zeit abgeschlossen, weil ich dann schon angefangen habe, parallel beim Zukunftsinstitut zu arbeiten. Und das hat natürlich dann auch extrem viel Zeit in Anspruch genommen und auch sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit für diese neue thematische Umgebung. Und genau, das Studium habe ich aber dann trotzdem erfolgreich abgeschlossen. Du hast uns ja jetzt schon eine riesige Tour gegeben, nicht nur über deine Stationen, sondern ich glaube, wer dir bis jetzt zugehört hat, hat irgendwie auch schon diesen Eindruck bekommen, wie du Dinge in einen größeren Zusammenhang bringst, wie viele Interessen du hast, wo du überall hinschaust, ein bisschen wie du denkst. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen so eine Vorschau auf das, was jetzt noch kommen wird. Und du hast schon das Stichwort Zukunftsinstitut gegeben. Das finde ich sehr, sehr spannend, was das Zukunftsinstitut macht und auch das Thema Zukunft per se. Und jetzt finde ich es natürlich ganz interessant, ein bisschen mehr zu erfahren, was machst du denn beim Zukunftsinstitut? Ja, ich bin in Wien beim Zukunftsinstitut mit meinem Team in dem Bereich Beratung spezialisiert. Das ist eben auch aufgrund meiner Erfahrung bei der studentischen Unternehmensberatung dann mein Interessensfeld gewesen für eine Jobsuche. Und verknüpft mit einem super spannenden Thema wie der Zukunft hat es natürlich großes Interesse geweckt, weil das, was das Zukunftsinstitut an sich macht, wofür ich es auch kannte, ist natürlich eine gesellschaftliche Analyse, wir nehmen praktisch, beziehungsweise die Kollegen, wir haben in Frankfurt noch einen Standort, die Kollegen schauen sich einfach den Wandel der Gesellschaft an, erkennen ihn und benennen ihn und lassen die Erkenntnisse dann von den Zusammenhängen in Publikationen fließen. Und wir in Wien beschäftigen oder haben eben Beratungsprojekte mit ganz unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen, komplett branchenunabhängig, und da arbeiten wir mit eigens entwickelten Methoden, die alle einen systemischen Ansatz haben. Das heißt, wir gehen nicht mit einem vorgefertigten Bild, was jetzt das Richtige für die Zukunft des Unternehmens oder der Organisation wäre, sondern wir helfen ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen für ihre Zukunft, aber vor allem auch zu verstehen, worauf es ankommt, in ihrer speziellen Frage für die Zukunft beispielsweise. Dann haben wir noch ein paar Kollegen, die sich mit Veranstaltungen beschäftigen. Da haben wir jetzt aktuell auch ein ganz spannendes Projekt. Eine Staffel machen wir da jetzt mal, das Forward Weekly, was wir freitags immer live streamen. Das ist ganz ähnlich das Format wie dein Mood Talk, liebe Ira, weil es ist einfach ein super ergebnisoffener Talk mit spannenden Gästen und einfach immer das Thema Zukunft, und bei dir ist ja das Thema Mut. Genau. Ich finde es ja auch interessant, dass die beiden Themen irgendwie auch miteinander verknüpft sind, würde ich einmal sagen, sehr miteinander zusammenhängen, weil in der Mutmacherei geht es ja eigentlich auch immer um den Zukunftsmut. Ja? Also es geht jetzt nicht um den Wagemut oder das Bungee-Jumping oder irgend sowas, sondern um einen positiven Ausblick auf die Zukunft, ja? Und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, da gibt es so quasi diese Schnittstelle auch bei uns. Aber ich möchte noch ein bisschen auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann berätst du Unternehmen. Und zwar speziell zum
Thema Zukunft oder wo ist denn der Unterschied zu quasi einer normalen Unternehmensberatung, wenn man sie nicht beim Zukunftsinstitut macht? Hat die weniger mit der Zukunft zu tun oder anders? Wie würdest du das denn einschätzen? Ich glaube, jede Art von Beratung hat mit Zukunft zu tun, weil alles andere ist vermutlich dann eher Vergangenheitsaufbereitung, was vermutlich dann eher in eine therapeutische oder in therapeutische Ansätze münden würde. Was klassische Beratungen sozusagen, wie du sie jetzt wahrscheinlich im Kopf hast, machen, ist natürlich auch ganz viel Zukunftsarbeit, aber die meisten fokussieren sich eher auf zum Beispiel Optimierung oder haben schon bestimmte Strukturen, die sie in Change-Prozessen in Unternehmen beispielsweise einführen oder Wirtschaftsprüfungen, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche auch der Beratung an sich in der Wirtschaft. Das ist aber, also es hat absolut alles seine Daseinsberechtigung. Ich möchte gar nicht sagen, dass das eine schlechtere Arbeit ist. Es ist sicherlich hilfreich für viele Unternehmen, wenn man sich mit diesen sehr speziellen Themen beschäftigt. Wir arbeiten und setzen an auf einer höheren Flughöhe sozusagen und auf ein bisschen einem anderen Level und haben da einfach eine andere Einflugschneise, nämlich Unternehmen zu helfen, zu begreifen, wo ihre Möglichkeitsräume stecken. Und da geht es gar nicht darum, super hippe Innovationen zu schaffen oder Produkte zu entwickeln. Das machen die Unternehmen selbst sozusagen dann in der Folge. Das können sie viel besser. Darauf sind wir auch gar nicht spezialisiert, sondern was wir mitbringen, ist eben ein bestimmtes Zukunftsmindset gepaart mit Tools, die ihnen helfen zu verstehen, wo denn da jetzt diese Möglichkeiten drinstecken beispielsweise. Mhm. Das ist schon sehr strategisch und fast schon ein bisschen, nicht unbedingt operativ, aber schon relativ konkret. Was wir auch noch machen, ist beispielsweise Visionen mit Unternehmen zu entwickeln. Da haben wir auch einen ganz speziellen Ansatz, der mit Emotionen arbeitet. Da haben wir ganz viel aus der Emotionsforschung an Erkenntnissen mitgenommen und da eben ein Verfahren entwickelt, was so ungefähr alle Zutaten, die eine Unternehmensvision braucht, umfasst und arbeiten praktisch in unseren Methoden dann auch immer wissenschaftlich, also im Sinne von, es gibt eine Datenerhebung und die wird immer in einem Kontextanalysemodell ausgewertet und das fließt dann in Erkenntnisse, die wir dem Kunden oder der Organisation, mit dem wir zusammenarbeiten, präsentieren. Und aber nicht im Sinne von, das ist jetzt euer Weg, sondern es sind ja ihre Inhalte, die wir nur ein bisschen strukturiert haben, um ihnen eben zu helfen, ihren Zukunftsweg zu bestreiten. Mhm. Du hast ja ein paar ganz spannende Worte schon verwendet, nämlich die Möglichkeitsräume und das Zukunftsmindset. Über das möchte ich auch noch gern mit dir sprechen. Aber fangen wir vielleicht einmal bei der Zukunft per se an. Was ist denn Zukunft eigentlich? Die meisten Menschen planen sehr gerne. Und das ist das, was bei Menschen in Köpfen, was Zukunft betrifft, passiert. Zukunft kann auch im Sinne von Prognosen begriffen werden, also ganz klassisch Wetterprognosen beispielsweise oder statistische Prognosen. Wir sind ja jetzt mit Corona auch als Gesellschaft ziemlich vertraut mit statistischen Darstellungen und Prognosen. Von daher ist es auch etwas, mit dem wirklich jeder und jede in Berührung kam in letzter Zeit. Wir sagen oder wir sehen und haben erkannt, dass Zukunft an sich abwesend ist. Es ist an sich inexistent. Und es mag vielleicht komisch klingen auf den ersten Moment, im ersten Moment, aber wenn man den Gedanken ein bisschen sacken lässt und sich darauf einlässt, dass Zukunft, so wie man es sich vorstellt, eigentlich nicht existiert. Es ist abwesend. Und wenn man sich dann aber vorstellt, dass die Zukunft etwas ist, was halt eigentlich in dem Kopf von dir, von mir, von jedem einzelnen Menschen passiert. Wovon wird diese Zukunft, die wir uns vorstellen, beeinflusst? Von den
Erinnerungen von aus der Vergangenheit, von den Dingen, die wir jetzt wahrnehmen und von dem, was wir daraus in der Zukunft sehen. Und da ist aber noch so viel dazwischen, was dieses Zukunftsbild beeinflusst, also beispielsweise Überzeugungen, Wertvorstellungen, ein bestimmter Lebensstil. Das beeinflusst eben diese Möglichkeitsräume, die man im Kopf hat, wenn man jetzt ganz individuell denkt. Beispielsweise Menschen, die ganz, ganz kreativ sind und out of the box denken, haben möglicherweise ein sehr viel verspielteres Zukunftsbild. Aber was ganz, ganz wichtig ist bei Zukunft, ist vermutlich eben der Mut. Weil nicht nur der Mut, sondern auch der Optimismus einen hilfreichen Input gibt und eine hilfreiche Basis darstellt, um weiterzudenken. Und das ist eben auch wichtig, nicht nur den Mut zu haben und den Optimismus, sondern auch die Dinge, die um einen herum passieren, entsprechend wahrzunehmen. Also Wahrnehmung ist auch ganz, ganz stark etwas, was ein Zukunftsbild beeinflusst. Welche Dinge nehme ich wahr in den Medien? Welche Dinge nehme ich wahr bei den Menschen, die mich umgeben? Welche Dinge nehme ich bei mir selbst auch wahr? Also das alles, das formt das Zukunftsbild, was wir Menschen haben oder auch Organisationen haben. Lässt sich ja auch, wir betrachten Unternehmen und Organisationen als soziale Systeme, weil letztendlich sind es ja auch Menschen, die einfach zusammenarbeiten und etwas produzieren, sei es eine Dienstleistung oder ein tatsächlich physisches Produkt. Also Menschen kommen zusammen und arbeiten zusammen und funktionieren als soziales System. Deswegen geht es immer um den Menschen. Es geht nie um die Technik oder so etwas derartiges. Es ist immer der Mensch, der Dinge beeinflussen kann und seine Zukunft auch verändern kann. Du hast vorher auch das Wort Weiterdenken verwendet und das finde ich auch einen interessanten Begriff, weil man den ja auf verschiedene Art und Weise auslegen kann. Ne? Also es kann so in die Richtung gehen, quasi die Vergangenheit einfach weiterzudenken oder die Entwicklung Vergangenheit, Gegenwart weiterzudenken, dann passiert Zukunft quasi als eine Fortschreibung dessen, wie es immer schon war. Und Weiterdenken kann ja auch als Erweiterung gemeint sein, so im Sinne von, da kommt dann auch der Mut dazu, ne, da etwas anders zu denken, sich vielleicht über gesetzte Grenzen drüber zu trauen und dadurch ein ganz anderes Zukunftsbild entstehen zu lassen. Was sind denn da deine Erfahrungen auch in der Arbeit mit Unternehmen? Also welchen Zugang zur Zukunft, was das überhaupt ist, wie sehr man das überhaupt gestalten kann? Was ist da dein Eindruck, welchen Zugang nehmen die meisten Menschen? Und was mich auch interessieren würde, du hast vorher gesagt, sehr viele planen sehr gern. Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht so einen Teil der Menschen gibt, die gerne planen, weil das ihre Art ist, in die Zukunft zu gehen oder sich auf sie vorzubereiten. Und ob es nicht aber auch viele gibt, die das Gefühl haben, Zukunft passiert einfach, das können sie eh nicht gestalten. Zukunft ist etwas, das kommt auf uns zu und dem sind wir quasi ausgeliefert oder so. Also wie sind da so die Erfahrungen? Spielt vielleicht auch schon in das Thema Zukunftsmindsets hinein. Es sind jetzt zwei unterschiedliche Themen, die du angesprochen hast, aber die spielen natürlich auch zusammen. Also das Erste, was du angesprochen hast, ist eben der Unterschied zwischen linearem Denken und linearem Fortschreiben von Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und das andere ist komplexes Denken, also Denken in komplexen Zusammenhängen, in Netzwerken, in Ökosystemen, im globalen Verständnis auch beispielsweise. Das, was wir wahrnehmen in der Wirtschaft und bei Organisationen, ist schon, es gibt vereinzelt wirklich tolle Zukunftsdenkerinnen, die auch in strategischen Positionen in Unternehmen sind und da die Organisation noch wirklich vorantreiben und zukunftsfähig gestalten. Aber die Erfahrung hat leider auch gezeigt, dass viele Unternehmen praktisch von Beratern gesagt bekommen wollen,
was jetzt denn die Zukunft ist, sodass sie sich eben im Hier und Jetzt darauf einstellen wollen. Und das ist natürlich genau das, was wir ihnen versuchen zu vermitteln, dass das eben nicht das Nutzen ihrer Möglichkeitsräume, das Nutzen ihrer Potenziale sein kann, weil sie sich ja dann nur aus einer Ohnmacht heraus ihre Zukunft zu gestalten oder einem, ja, wahrscheinlich auch Unverständnis ist vielleicht zu negativ gesagt, aber dass das nicht gesehen wird, dass man das gestalten kann und muss, ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit beschäftigen sich Menschen mit Zukunft, weil zentral ist ja auch die Frage, in welcher Welt wollen wir leben und in welcher Welt wollen wir nicht leben. Und da tut sich ja auch viel in Social Enterprises, ganz viele tolle Unternehmen sprießen aus dem Boden, die sich eben fragen, wie wollen wir denn jetzt unser wirtschaftliches Tun und Sein gestalten, damit wir in einer tollen Welt leben können. Wie auch immer sie sein kann, sie wird sicherlich in den Köpfen positiv sein, da bin ich überzeugt. Und das ist schon was Tolles, was wir wahrnehmen, aber diese Art von Organisationen, die sind meistens ohnehin schon so zukunftsorientiert, dass wir gar nicht so viel von ihnen mitbekommen. Wir haben auf einem ein bisschen anderen Level schon auch Tools entwickelt, die Unternehmen helfen können, Trends in ihre eigenen Kontexte zu übersetzen, was wiederum praktisch nur eine Hilfestellung ist, damit sie in einer systemischen, in einem systemischen Framework mit einer systematischen Vorgehensweise eben diese unterschiedlichen Kontexte, in denen der eine oder andere Trend spielen für das jeweilige Unternehmen, damit die da ein Verständnis entwickeln können. Und wenn man das dann so systemisch vor sich liegen sieht, all diese Inhalte und die Dinge, dann sieht man plötzlich die Zusammenhänge, wie Dinge miteinander interagieren. Und da können sich dann genauso Optimierungspotenziale auftun, wie neue Produkte, wie die Erkenntnis, hey, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wofür es uns gibt. Wir machen das aus einer Gewohnheit heraus, weil das halt schon immer so war. Beispielsweise ist natürlich jetzt ein überspitztes Beispiel, aber gibt dir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Ja, das heißt, da gibt es dann oft auch so organisationale Aha-Effekte. Okay. Absolut. Was mich auch noch interessieren würde, du hast vorher auch angesprochen, dass Emotionen eine ganz wichtige Rolle spielen und dass ihr die auch in eure Methoden hineinnimmt. Erzähl doch ein bisschen über die Rolle, die Emotionen für die Zukunft spielen oder für das Bild, das wir von der Zukunft haben und auch, wie ihr in Organisationen damit arbeitet. Weil ich denke mir, das ist was, das nimmt man vielleicht eher bei sich als Individuum wahr, aber wie funktioniert das dann im Organisationskontext? Genau, ich habe ja schon kurz praktisch skizziert, dass wir Organisationen und Unternehmen als soziale Systeme betrachten, die wiederum zusammengestellt sind aus Individuen. Und Individuen sind auch als menschliche Wesen einfach per se sehr emotional. Und es ist ganz spannend, weil wir analysieren dann manchmal auch die mentalen Modi, in denen die Organisationen stecken, die dann beispielsweise super emotional eher sind oder sehr rational und analytisch agieren und denken. Das beeinflusst natürlich auch, wo Möglichkeitsräume in der Organisation stecken. Und wir arbeiten aber eben in der Visionsentwicklung mit Unternehmen hauptsächlich mit Emotionen. Und das ist super, super spannend, weil beispielsweise Hoffnung ist ja grundsätzlich eine Emotion, die sehr zukunftsorientiert ist. Also es ist die zukunftsorientierteste Emotion, die man haben kann, wenn man hoffnungsvoll ist, weil das ist etwas, was man erwartet möglicherweise oder worauf man sich freut.
Und das Pendant dazu ist natürlich die Angst. Etwas, was man aus der Vergangenheit projiziert, was passieren könnte, aber auch etwas, was noch nicht passiert ist, aber möglicherweise potenziell eintreten könnte. Die Angst ist ja bei sicherheitsbedürftigen Menschen zum Beispiel sehr ausgeprägt. Ich finde das, da ich aus der Gesellschaftswissenschaft komme, sehr, sehr spannend, dass wir in, im Dachraum Deutschland, Österreich sehr, sehr stark von so einer Versicherungskultur geprägt sind. Das ist für mich etwas total Erstaunliches oder Bemerkenswertes, finde ich, gar nicht im positiven Sinn, und es fällt mir auf, weil ich ja meine Wurzeln in Russland habe und erst mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen bin und kulturell natürlich von einer sehr anders geprägten, wertorientierten Kultur komme, und das für mich dann, das ist natürlich für mich auch der Kontext, warum mir solche Dinge dann auffallen oder schräg einfahren, oder ja, ich versuche sie einfach besser zu verstehen. Genau, die Angst. Und dann gibt es noch ein paar andere Emotionspaare, mit denen wir da arbeiten. Das ist, wenn die Menschen an ihre Zukunft denken in dem Unternehmen oder in einem bestimmten Themenbereich, was bereitet ihnen Leid oder Freude? Mitgefühl und Schadenfreude ist noch ein weiteres Emotionspaar. Und ja, wir haben halt einen sehr humanzentrierten Ansatz, weil in uns Menschen liegt die Kraft. Wir alle, jedes einzelne Individuum, gestaltet Zukunft. Nicht nur seine individuelle, sondern halt genauso die von seinen Mitmenschen, genauso die von einem Kretzel, von der Arbeitsgemeinschaft, in all diesen Communities, in denen man halt eben vernetzt ist, und beeinflusst natürlich damit auch andere Menschen. Und ja, es ist natürlich sehr spannend, wie sich dadurch auch jetzt mit Corona bestimmte Bewegungen organisieren können, entstehen können, die man eigentlich vorher nicht so auf einem Haufen gesehen hätte oder in einer Interessensgemeinschaft. Aber bestimmte Emotionen lösen halt dann Ängste aus, die die Menschen zusammenbringen, und dann kämpfen sie für ein bestimmtes Thema. Gehen wir doch ein bisschen zurück auf die individuelle Ebene. Jetzt würde mich interessieren, wie du Zukunft gestaltest, quasi ganz persönlich, oder gestaltest du sie überhaupt? Also nimmst du dir aus deiner Arbeit da auch quasi Know-how heraus, das du auch für dich im Persönlichen einsetzt? Und hat die Arbeit dich auch verändert in deinem Zugang dazu? Absolut. Also die Menschen, die am Zukunftsinstitut beschäftigt sind, sind Zukunftsoptimisten. Zukunftsoptimisten, die kritisch sind. Weil natürlich darf man sich auch von seinem Zukunftsmut und seinem Zukunftsoptimismus nicht blenden lassen. Es ist eine zentrale Zutat in einem Zukunftsmindset, aber natürlich gehört auch ein sehr großer Grad an Reflexionsfähigkeit hinzu. Dinge zu hinterfragen, auch die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen beispielsweise. Und diesen Zukunftsmut und Optimismus nehme ich natürlich aus den unterschiedlichsten Punkten in meinem Leben mit. Das Engagement bei der Mutmacherei, dann mit so vielen spannenden Studierenden, jetzt mit super intelligenten, spannenden Menschen in meinem Arbeitsumfeld. Und ich bin überzeugt davon, dass wir und ich ganz persönlich natürlich auch, weil ich Teil der Arbeitsgemeinschaft bin, dass wir einen sehr wichtigen und sehr positiven Beitrag zur Welt leisten und auch ein wichtiges Mindset versuchen zu vermitteln, was den Menschen eben ermöglicht, Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und Zukunft selbst zu gestalten. Also das habe ich auf jeden Fall mitnehmen können.
Und ich versuche natürlich auch im Kleinen zu einer lebenswerteren Zukunft beizutragen, beispielsweise Foodsharing oder ganz, ganz allgemein einfach achtsam sein im Konsum, aber auch im Umgang mit Menschen, weil all das beeinflusst ja wiederum und verbreitet sich, also das, was ich ausstrahle, was ich in die Welt sende, verbreitet sich und kann zu einem Lauffeuer werden, im positiven genauso wie im negativen Sinn. Mhm. Ich glaube, bei diesem Zukunftsmut, da treffen wir uns ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also ich komme ja eher vom Ansatz der Positivität, positiven Psychologie, wo natürlich auch die Emotionen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und Kernthema in der Mutmacherei ist ja eben auch dieses ein positives Bild von der Zukunft haben oder entwickeln. Und das ist was mir so wichtig ist, das zu stärken. Ja, auf der einen Seite eben Beispiele dafür zu geben, die so ein bisschen zeigen, hey, da gibt es so viele Menschen, die etwas tun und die auch diesen Zukunftsmut mitschaffen. Ja, und aber auch so ein bisschen so eine Art Nährboden zu schaffen und auch darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist. Ja? Weil ich denke mir, wenn wir kein positives Bild von der Zukunft haben, wenn wir quasi das gar nicht für möglich halten, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gut ausgehen, ja, dann wird es nicht gelingen. Ne? Also ich finde das ganz, ganz essentiell. Und was ich sehr spannend gefunden habe, war, ich wurde dankenswerterweise auf ein Buch hingewiesen, wo es The Future We Choose, wo es im Wesentlichen um den Klimawandel geht. Weiß nicht, ob du das kennst. Der Titel ist mir bekannt, ja. Okay. Und sehr, sehr spannend, weil da geht es unter anderem auch darum, dass wir quasi einen, ich glaube, es wird als Stubborn Optimism bezeichnet. Ja. Das heißt, dass wir, und das bringt mich zu dem, was du vorher gesagt hast, wir brauchen schon auch durchaus Reflexionsfähigkeit und Kritikfähigkeit und so, weil dieses positive Bild von der Zukunft bedeutet ja nicht, dass alles in Ordnung ist und rosarot ist und so jetzt schon und dass es eh keine Probleme gibt und die Zukunft quasi auf Mathe Wiesen ist, sondern da geht es ja um ganz was anderes. Nicht? Da geht es um dieses Mindset oder diese Grundhaltung, die eben, ich bezeichne es dann gerne als Nährboden, die es überhaupt möglich macht, auf diese Art und Weise Zukunft zu gestalten. Und ich denke mir, das spielt auch so stark hinein. Alles, was wir schaffen, müssen wir zuerst einmal gedacht haben. Ja, das muss ja mal aus unserem Denken in die Umsetzung erst kommen. Das ist nicht andersrum. Ne? Total. Es ist auch super spannend gewesen. Wir haben, als die Corona-Pandemie uns auch hier in Zentraleuropa erreicht hat, schon relativ frühzeitig 4 Szenarien entwickelt und die in einem White Paper publiziert und haben dann in unserer Community, im Grunde waren das unsere Newsletter-Abonnenten, die dann abgestimmt haben oder abstimmen durften, welches Szenario sie denn für realistisch halten oder welches Szenario denn eintreten wird, ihrer Meinung nach. Und da gab es im Grunde ein sehr positives Szenario, dass wir eine super resiliente Gesellschaft werden, die sich an alle diese Herausforderungen anpassen kann und wir in Harmonie zusammenleben. Nationalstaaten verlieren an Bedeutung, es gibt eine globale Weltgemeinschaft und so weiter. Und es gab natürlich auch die pessimistischen und dystopischen Szenarien, totale Isolation, Systemcrash, so nach dem Motto alle gegen alle und super safe society, man schickt sich, so das Beispiel immer, man schickt sich die Gesundheitsdaten vor dem ersten Date, weil sonst trifft man sich gar nicht erst und so, also wirklich dystopische Vorstellungen. Und die Community hat für das positivste Szenario gestimmt. Und das war natürlich sehr bestärkend für uns, aber leider jetzt auch ernüchternd, weil an diesem Punkt sind wir noch nicht. Und es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht innerhalb von einem knappen Jahr uns als Gesellschaft so
massiv verändern, dass wir jetzt in dieser fast schon rosaroten wirkenden Welt leben würden. Natürlich braucht Wandel und gesellschaftliche Transformation extrem viel Zeit, weil Menschen mögen Gewohnheiten und es fällt vielen auch sehr schwer, Dinge zu kontextualisieren und Dinge zu verändern. Und das wirst du vielleicht auch aus deiner Tätigkeit bei der Mutmacherei kennen, dass man einfach immer wieder mit solchen Menschen zu tun hat, denen das schwer fällt. Und es braucht natürlich Zeit, aber das heißt nicht, dass wir nicht weniger hoffnungsvoll sein sollten, weil es liegt ja im Grunde an uns, wie welche Zukunft wir gestalten. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, ja, aber was will ich denn als Einzelperson da tatsächlich bewirken können, weil dann verhängt die Regierung einfach wieder Maßnahmen, die einen im privaten Leben so stark einschränken, oder dann gibt es internationale politische natürlich Konflikte und das beeinflusst uns natürlich auch in gewisser Weise. Aber man darf sich von diesen großen Dingen natürlich auch nicht überwältigen lassen, weil selbst das, was man im Kleinen tut, kann auch eine enorme Wirkung haben, zumindest für einen selbst auch. Sprechen wir doch vielleicht auch ein bisschen über das, was es braucht, ja, um von A nach B zu kommen, um zu dieser schönen Vision, zu dieser bestmöglichen Vision zu kommen. Und vielleicht auch darüber, ob es da Fallen im Denken gibt. Ja? Also ist die Frage, wie kommen wir von A nach B, überhaupt die richtige Frage? Oder ist das eine, die schon in sich birgt? Wahrscheinlich gar nicht, weil das kann sich nicht ausgehen oder so. Also ich denke mal, man kann sich ja auch durch das Stellen von falschen Fragen quasi im Weg stehen. Ja? Stelle ich mir mal so dar. Wie kommen wir von A nach B? Denkst du dann eher auf einer gesellschaftlichen Ebene oder eher auf einer individuellen? Auf einer gesellschaftlichen. Aber wir können die Frage natürlich auf allen Ebenen anschauen. Ist ja da wie dort spannend. Wird sich sicherlich auch zu großen Teilen überschneiden. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist Information, Bildung und Wissen zu Dingen, zu Zusammenhängen, zu Themenbereichen, die wichtig sind, Informationen und die Fähigkeit, diese Informationen zu verarbeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es aktuell in den Schulen lehrplanmäßig ist. Ich habe jetzt im unmittelbaren Umfeld nicht so tiefe Einblicke. Aber ich kenne aus meiner Schulbildung halt eher weniger die Wissensvermittlung, indem man Wissen anwendet und Neues kreiert, sondern eher die einfachste Form von Wissensvermittlung, nämlich auswendig lernen. Und das ist natürlich sehr schade und bildet einen halt auch nicht unbedingt in diesen Bereichen aus, in diesen Kompetenzen aus, die wichtig sind für die Zukunft, eben Informationen entsprechend verarbeiten zu können. Was natürlich auch wichtig ist, ist, weil auch wenn man sich jetzt beispielsweise die US-Wahl anschaut, es ist ja für sowohl das eine als auch für das andere Lager komplett unverständlich, warum man jetzt den einen oder anderen wählt. Und dieses Unverständnis ist jetzt nicht, also trägt natürlich auch dazu bei, dass Information nicht zu 100% vorliegt bei jedem einzelnen Individuum und dass einfach die Wissens- und Bildungsstände unterschiedlich sind, das ist ganz klar. Aber es sind natürlich auch die Wertvorstellungen und die Prioritäten der zentrale Unterschied. Und solange wir in einer Demokratie leben und gerade auch in Europa uns eigentlich als die Geburtsstätte der Demokratie verstehen, wird es halt auch immer pluralistische Meinungen geben. Und das ist ja auch gut. Und der Fähigkeit, einen Dialog zu führen, ist, glaube ich, genauso wichtig, wie Wissen kontextualisieren zu können. Weil
das Desinteresse und das Überzeugen wollen von Menschen, die anders denken, die anderer Meinung sind, ist wenig zielführend, weil da gibt es keinen Gewinner. Zumindest nicht, wenn man in einer lebenswerten Gesellschaft leben möchte, sondern es braucht halt den Dialog. Man muss sich austauschen. Und wenn man mit Menschen spricht, die anders denken als man selbst, andere Standpunkte vertreten, dann kann einem das nur helfen, es kann einen nur bereichern, wenn man dann Einblicke bekommt in die Lebensrealität von diesen Menschen oder von Gruppierungen und das Verständnis dafür auch, welche Ursachen oder welchen Ursprung dann eine bestimmte Überzeugung hat, kann man eben identifizieren. Sind es jetzt vielleicht Ängste, die man vielleicht aktiv bearbeiten, beheben kann, gar nicht so sehr, um den Menschen überzeugen zu wollen, sondern auch einfach nur, um auch wiederum dem Menschen etwas zurückzugeben, nämlich den Teil der Information, den man selbst sieht und erkannt hat und dem anderen zur Verfügung stellt. Das ist ein Mehrwert, den halt eben solche Dialoge bieten können. Natürlich auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ja. Wie ist denn da dein Befund zur gegenwärtigen Situation? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Frage jetzt eigentlich gerade so wie der Brennpunkt ist und dass das auch etwas ist, was zurzeit nicht gut funktioniert. Wie ist deine Einschätzung dazu? Haben wir da was verlernt, verloren? Oder ist es im Gegenteil jetzt so der Aufbruch in etwas Neues? Es wird ja auch viel von dieser Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Nimmst du das auch so wahr? Weil du hast also auch Meinungspluralität erwähnt. Und viele sehen es ja eher als diese Fronten, diese zwei Fronten, die aufeinander prallen. Und in vielen Wahlen verschiedenen Ländern sieht man so relativ gut diese 50-50-Standpunkte. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Ja, es ist natürlich das, was man wahrnimmt, absolut. Und es ist ja natürlich, die Medien sind mit Vorsicht zu konsumieren oder mit entsprechender Haltung zu konsumieren. Aber es ist nichts, was uns jetzt vorgemacht wird. Diese Spaltung kann man auf jeden Fall sehen in der Gesellschaft, auf jeden Fall. Aber unsere Welt ist, glaube ich, einfach nicht schwarz-weiß. Also es gibt nicht das eine und das andere Lager, sondern es ist ausdifferenziert und es ist bunt. Und dazwischen liegt noch ganz, ganz viel. Und Menschen, die eben vielleicht dieser einen Hälfte der Spaltung oder der anderen Hälfte der Spaltung angehören, die sind auch nicht 100% und 100%, sondern es sind dazwischen noch ganz viele individuelle Mindsets, die halt, wenn man im Schwarz-Weiß-Denken denkt, halt eher in die eine oder in die andere Kategorie fallen. Also es ist, finde ich, ein bisschen eine eingeschränkte Sichtweise, wenn man eben in solchen Kategorien denkt. Und deswegen ist es ja auch wichtig, sich zu beschäftigen mit den unterschiedlichsten Themen und eben auch mit Themen Andersdenkender, um die Facetten da mitzubekommen und sich auch ein bisschen dem zu widersetzen, wahrscheinlich aktiv zu widersetzen, dass dieses Bild in seinem eigenen Kopf manifestiert wird. Und da gibt es eben eigentlich mittlerweile schon wirklich super viele Medien und eben auch die Mutmacherei mit der Mutmap, die aufzeigt, was es nicht für tolle Bewegungen schon gibt. Einfach die Fokussierung auf positive Berichterstattung, positive, ein positives Bild zu zeichnen. Und da gibt es ja auch noch ganz, ganz tolle andere sozusagen Organisationen und Publikationen auch, die dem nachgehen. Und das nehme ich schon auch wahr. Natürlich muss ich auch reflektiert genug sein, zu erwähnen, dass es sicherlich meine eigene Bubble ist, in der ich das wahrnehme. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie größer wird und dass
es mehr Menschen werden, für die das Normalität auch wird, solche Medien zu konsumieren und nicht nur die breite Masse und einfach das hinzunehmen, was einem vermittelt wird auch. Also ich finde das ja schon eine wunderschöne Erweiterung, dieses Bild, das du gebracht hast von der Buntheit, ja, dass es eben nicht nur schwarz-weiß ist, sondern dass es dazwischen so viel gibt. Und das, denke ich mir, könnte, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, auf dieses Dazwischen immer wieder zu schauen und auch zu versuchen, das Dazwischen herauszuarbeiten, um eben von diesem Schwarz-Weiß wegzukommen und von diesen irgendwie relativ stark werdenden Bubbles. Ne? Also ich nehme das auch ganz stark wahr, so in so auf der einen Seite sehr, sehr offen zu sein, mir viele verschiedene Quellen von Informationen eben zu holen und immer wieder mein eigenes Bild zu hinterfragen. Und gleichzeitig ja, merke ich auch, wie stark trotzdem diese Sogwirkung von den bestimmten Bubbles ist und wie sehr natürlich auch die Medien, die wir heutzutage nutzen, in diese Richtung spiegeln. Ne? Total. Spannend ist natürlich jetzt auch die Entwicklung von Freundeslisten bei Facebook beispielsweise. Ich selbst habe es nicht erlebt, weil ich mich schon vor längerer Zeit von Facebook abgemeldet habe, aber von einigen Menschen aus meinem Umfeld mitbekommen, die erzählt haben, dass eine Person, von der sie es gar nicht erwartet hätten, dann diese oder andere Meinung vertreten und dass das total arg wird, was die posten da die ganze Zeit und das ist ja komplett verblendet und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welchen Standpunkt jetzt die eine oder andere Person hat, sondern einfach dieses, dieses, was da in der Luft schwebt, wahrzunehmen, finde ich schon spannend genug, weil es dann natürlich dazu führt, dass Leute entfreundet werden und dann berührt man sich halt eben auch gar nicht mehr. Also dann überschneiden sich einfach die Inhalte nicht mehr. Und das verstärkt natürlich auch noch diese, zumindest auf Facebook, diese Bubble-Effekte, weil man sich dann halt nur noch mit Gleichdenkenden austauscht und die Inhalte von ihnen wahrnimmt. Du hast jetzt den Begriff verwendet, was in der Luft schwebt. Ja, schauen wir doch einmal, was zurzeit gerade in der Luft schwebt. Das ist auf der einen Seite Aerosole, vor denen wir versuchen, uns zu schützen. Wir sind gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, gegen Ende des zweiten harten Lockdowns. Und ich möchte gerne auch auf das ein bisschen hinschauen. Also es wird ja zum Teil sehr stark auch als Einschränkung erlebt, irgendwie als Einbruch in unser Leben, als etwas, das uns Möglichkeiten nimmt, aber man kann auf das ja auch ganz anders schauen. Und da würde mich auch interessieren, so deine Sicht oder vielleicht auch die Sicht des Zukunftsinstituts, welche Chancen stecken da drinnen, welche Möglichkeitsräume tun sich dadurch vielleicht auf? Mit welchem Mindset kann man vielleicht auch auf die ganze Situation schauen? Also was Corona uns definitiv gelernt hat, ist, dass wir eigentlich nicht mehr planen brauchen. Also es hat ja wirklich sämtliche Jahrespläne über den Haufen geworfen, aber auch die tagtägliche Planung ist zumindest in meinem Berufsalltag super schwierig geworden, weil eigentlich alles offen ist, was wie wann stattfindet oder eben auch nicht. Also das, was wir gelernt haben, ist, dass die Zukunft unvorhersehbar ist und dass wir uns aber trotzdem mit ihr beschäftigen müssen, weil nur so können wir in gewisser Weise resilient werden in unserem eigenen Umgang mit Veränderungen. Und das ist natürlich ein von Grund auf, denke ich mal, positives Mindset, was einem Offenheit natürlich bietet im Umgang mit den Dingen, die man um sich herum wahrnimmt. Und ja, natürlich ist es, hat super viele Menschen sehr, sehr hart getroffen, die ganzen Maßnahmen, die ganzen Branchen,
die jetzt sehr stark darunter leiden, weil Konzerte beispielsweise nicht stattfinden dürfen. Also für viele Musikerinnen ist das ja tatsächlich eine existenzielle Frage, ob sie da jetzt auf der Bühne stehen dürfen oder nicht. Das ist natürlich fatal. Und es ist jetzt auch irgendwie ein bisschen unabsehbar, wann das alles überhaupt wieder stattfinden kann. Aber man hat ja auch gesehen, es gab ganz, ganz tolle Initiativen und organisierte Konzerte, die digital angesehen werden konnten. Also man hat schon so einen super schönen Zusammenhalt wahrgenommen innerhalb der einzelnen Szenen auch, die es dann trotzdem möglich gemacht haben. Und natürlich ist es ein bisschen schade, weil es dann nicht dieselbe Qualität hat und nicht, natürlich auch einfach die Erfahrung, die man gemacht hätte, nicht eins zu eins ersetzen kann. Aber es ist doch schön, dass so eine gewisse Solidarität trotzdem da ist, weil man dann trotzdem bereit ist, denselben Ticketpreis zu bezahlen, obwohl ich da jetzt nicht mit in bester Soundqualität bespielt werde beispielsweise. Also was ich so interessant auch finde an der ganzen Situation ist jetzt, also ungeachtet dessen, dass es natürlich gewaltige Einschnitte sind und für ganz, ganz viele Menschen wirklich existenzbedrohend auf vielen Ebenen, also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen und da habe ich auch sehr großen Respekt davor. Für mich ist es ja durch meine Arbeit in der Mutmacherei so quasi Berufskrankheit, aber das ist ein negativer Ausdruck, auf das zu schauen, was auch positiv dran ist, wo auch vielleicht etwas entsteht und was Positives für die Zukunft daraus entstehen könnte. Und was mich da zum Beispiel extrem beeindruckt hat, ist schon auch die unglaubliche Kreativität, die Menschen in solchen Situationen dann entwickeln. Ja. Also mit dann den eingeschränktesten Möglichkeiten eben zu sagen, okay, wie können wir trotzdem das, was wir tun wollen, machen, eben der ganze Kulturbereich, den du jetzt angesprochen hast, oder wie können wir trotzdem unser Business weiterlaufen lassen? Und ich finde, da sind so viele neue Ideen entstanden. Oder auch, wenn man hernimmt, dass es doch in sehr vielen Unternehmen Vorbehalte gegen Homeoffice gab, ja, also wie sich das entwickelt hat und dass viele Menschen ja zuerst auch eher Widerstand dagegen gehabt haben und jetzt will eigentlich kaum jemand mehr aus dem Homeoffice raus. Ja. Also es ist schon die Suche nach Anregung, die uns ein bisschen verloren gegangen ist, vor allem während der Lockdowns, aber gleichzeitig auch so, mein Gott, ich kann jetzt wesentlich besser gestalten, ja, ich kann mehr in meinen Rhythmus finden, ich erspare mir die Arbeitswege und so. Und weiß nicht, würdest du das so sehen, dass es vielleicht auch so ein bisschen uns quasi aufgerüttelt hat und rausgerüttelt hat aus so diesem Denken, Zukunft ist eben etwas, das planen wir, da planen wir die Gegenwart weiter, schreiben sie weiter und schmeißen immer 10% Wachstum drauf oder so. Und diese Nichtplanbarkeit jetzt, also die finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich habe das Gefühl, ich kann bestenfalls die nächsten 3 Tage planen, wenn überhaupt. Ja. Und das mag natürlich irritierend sein, ja, gar keine Frage, aber siehst du da auch eine Chance drinnen? Ja? Also so wie wir es gemacht haben, können wir nicht mehr und wir wissen eh nicht, was sein wird. Drum, was kommt da jetzt? Da sprichst du auch ein ganz spannendes Momentum an, weil natürlich diese Unplanbarkeit verunsichert uns ganz, ganz enorm, so bis in die Knochen hinein, weil der eine muss um seinen Arbeitsplatz bangen, der andere weiß nicht, wie er über die Runden kommen soll. Ein anderer beschäftigt sich mit, müssen meine Kinder morgen jetzt in die Schule oder nicht? Oder auch einfach diese Verunsicherung insgesamt ist natürlich eine enorme Belastung. Aber Krisen haben ja eigentlich auch jetzt mal im wirtschaftlichen Sinn eigentlich was Spannendes an sich, weil auch in der
letzten Krise, in der Finanzkrise 2008, sind ganz viele Unternehmen entstanden, die für heute absolut für uns heute nicht wegzudenken sind, beispielsweise Airbnb. Also Krisen grundsätzlich rütteln definitiv auf und fördern Kreativität. Im individuellen Bereich ist es natürlich, weil vielleicht noch ein Nachtrag dazu, wenn alles in Ordnung ist sozusagen und man eh nur noch 10% Wachstum aus Optimierung oder so etwas heraus draufschlägt, dann ist das auch nicht besonders innovationsfördernd, weil man ja überhaupt nicht dazu gezwungen ist, aus dieser Bequemlichkeit heraus etwas zu verändern. Im individuellen Bereich ist es natürlich spannend, weil es uns die Dinge im Kleinen gelernt hat, wieder wertzuschätzen. Also ein Telefonat mit einem Verwandten, einer Freundin beispielsweise, hat plötzlich oder insgesamt auch einfach das Gefühl der Verbundenheit zu anderen Menschen. Das wurde uns, glaube ich, sehr, sehr stark aufgezeigt, dass wir das extrem brauchen als Menschen. Weil diese Isolation ist natürlich eine starke Belastung und vermutlich haben das die wenigsten so vorher so im Alltag gespürt, wie wichtig das dann eigentlich ist, so diese Resonanz zu spüren zu anderen Menschen und in anderen Menschen. Es hat uns ziemlich wahrscheinlich auch gelernt, sich in der Genugtuung zu üben, dass man es auch, also dass es auch nicht weiter tragisch ist, wenn man jetzt das eine oder andere nicht machen kann und dass man jetzt einfach für ein höher gestecktes Ziel, nämlich um die Pandemie einzudämmen, auch auf Dinge verzichten kann, weil man merkt, ich brauche das eigentlich gar nicht unbedingt oder das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Also es hat uns geholfen, ein bisschen aufzuräumen in unserem Leben. Und ganz viele Menschen waren natürlich auch gelangweilt, weil, ich weiß nicht, Kurzarbeit beispielsweise oder Wegfallen von den Möglichkeiten, sich im Hobby zu betätigen oder derartiges. Und diese Langeweile muss aber überhaupt nicht negativ verstanden werden, weil du die Stirn runzelst, das ist ja auch verständlich. Das schafft ja auch erst den Raum für Kreativität. Weil wir sind so gehetzt in unserem Leben und in unserem Alltag, dass da überhaupt ganz, ganz selten, wenn dann nur der Freiraum da ist, um sich unterschiedliche Zukunftsbilder auszumalen. Was wäre, wenn? Einfach die Gedanken auch mal fließen zu lassen. Könnte das neue Gesellschaftsspiel werden? Was wäre, wenn? Und so auch verschiedene Zukünfte zu entwerfen und ja, sich vielleicht auch wirklich die Zeit und den Freiraum, den inneren Freiraum zu geben, das zu überlegen. Vielleicht auch, also ich finde es ja auch spannend, wenn Zukunft im Plural verwendet wird. Ja. Das heißt, das erweitert ja schon so ein bisschen das Denken in die Richtung, es gibt vielleicht nicht nur die eine Zukunft, ja. Es gibt vielleicht auch mehrere und dann stellt man sich ja automatisch die Frage, na, wer entscheidet denn dann, welche von denen es wird, ja, welche gewinnt quasi. Ja. Aber es hat ja jede Person ihre eigene Zukunft. Es gibt ja nicht diese eine Zukunft. Wir teilen natürlich bestimmte Kriterien und die überschneiden sich, aber die Zukunft einer Person in Neuseeland irgendwo am anderen Ende der Welt, wo ich jetzt gerade bin, im schönen Wien, ist nicht zwangsläufig meine Zukunft, also eigentlich überhaupt nicht meine Zukunft. Und eben deswegen sagst du ganz richtig, die Zukünfte, also sich auch nicht nur auf den Gedanken einzulassen, dass Zukunft abwesend ist, nicht existent ist, aber sich auch darauf einzulassen, dass es das im Plural gibt. Ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für nicht Schwarz-Weiß-Denken, sondern Denken in Vielfalt, Denken in Komplexität. Da müssen wir dann den Begriff der Zukunftspluralität irgendwie auch reinbringen. Und vielleicht auch schon noch dieses
ein bisschen aushandeln vielleicht von Zugängern zu dieser Zukunftspluralität in einer neuen Form von Gesprächen, wo man mehr über Möglichkeitsräume spricht, als vielleicht auch als in der Vergangenheit oft der Fall war, was alles nicht geht oder warum das nicht geht. Macht also so dieses, wie könnte es gehen, wo wollen wir eigentlich hin und wie könnten wir dorthin kommen? Sicher, wenn ein Skandal passiert, wird immer als allererstes nach einem Schuldigen gesucht und nicht sich darauf fokussiert. Und die Kräfte werden nicht gebündelt, um jetzt die Zukunft zu gestalten, in die man hinarbeiten möchte, sondern, okay, wer hat es jetzt eigentlich vermasselt? Das denken wir halt. Ja, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Wie können wir Dinge, die wir nicht wollen, vermeiden und dadurch auch herausfinden, was wollen wir eigentlich und in welcher Welt wollen wir leben? Valeria, was mich jetzt noch interessieren würde, um wieder zum Thema Mut zurückzukommen, was macht dir Mut? Mir macht Mut, dass, und das passt vielleicht ganz gut zu dem Thema, was wir gerade hatten, was sich eben durch die Corona-Pandemie verändert, mir macht Mut, dass plötzlich ganz viel möglich war. Also eben das, was ich in Unternehmen mitbekomme, dass selbst die dinoartigsten Unternehmen, die verstaubt wirken und alte Strukturen haben, haben es geschafft, jetzt doch schnell noch digital zu werden sozusagen und waren dazu gezwungen, schlicht auch Möglichkeiten einzurichten, dass man sich nicht nur in einer Telefonkonferenz austauscht, sondern dass eben auch es sehr wichtig ist, sich gegenseitig zu sehen. Mir macht definitiv mein Umfeld Mut, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe und möglicherweise ist das auch nicht zufällig so, weil man sucht sich natürlich immer die Menschen oder zieht sich die Menschen in sein Umfeld, die einem gut tun und Mut tut gut. Und ja, natürlich kann man etwas frustriert sein und demotiviert vielleicht auch, wenn man sich so viele Entwicklungen in der Welt anschaut, aber die sind halt auch überbeleuchtet und all diese schönen Dinge, die passieren, da muss man sich erstmal ein bisschen durchwuseln, dass man die überhaupt wahrnimmt. Und jeder einzelne positive Beitrag macht mir Mut, dass wir doch auf einem richtigen Weg sind. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum zu erkennen und zu akzeptieren, dass diese Dinge einander nicht ausschließen. Also, dass es vieles gibt, was einfach schwer ist und auch demotivieren kann und so weiter, ist eine Tatsache. Und die schließt nicht aus, dass wir ein positives Bild von der Zukunft haben. Und ich glaube, das muss manchmal auch erst ein bisschen in die Köpfe hinein. Du hast ja vorher auch gesprochen von diesen Emotionspaaren. Und sehr oft wird ja auch Mut und Angst als quasi Emotionspaar oder Mut vielleicht gar nicht als Emotion im engeren Sinne genannt, aber irgendwie kommen die beiden oft so als Zwilling daher. Wofür brauchst du denn Mut? Das heißt, wo ist es für dich auch erforderlich, so über diese eigene Begrenzung hinauszugehen oder vielleicht über eine Angst hinauszugehen? Und wofür brauchst du Mut? Also Mut braucht man definitiv, um in beispielsweise eben in den Dialog mit anderen Menschen zu treten. Weil das ist natürlich etwas, was, wenn ich mit einem Menschen spreche, der komplett anders denkt als ich, dann laufe ich der Gefahr, dass ich angegriffen werde oder mich angegriffen fühle, weil das ist ja potenziell eine Konfliktsituation. Jetzt gar nicht im eskalativen Sinn, sondern einfach grundsätzlich auch mental ist es eine Konfliktsituation und dafür muss man natürlich den Mut haben, auch offen zu sein und nicht nur den Dingen zu begegnen, die man eh schon gut findet. Mut braucht es definitiv auch, um Entscheidungen zu treffen. Also Zukunftsentscheidungen, Entscheidungen im Hier und Jetzt, weil wir können nicht alles wissen, also selbst das Zukunftsinstitut kennt die Zukunft nicht, ja, kann man so sagen.
sie ist halt einfach viel, wir sind viel zu dynamisch als Gesellschaft, als dass man das so linear vorhersehen und vorhersagen könnte. Und jede Entscheidung, die man trifft, braucht aber halt eben auch Mut, weil man es eben nicht zu 100% einschätzen kann, was rauskommt. Weil es kann etwas Unvorhersehendes passieren und die Entscheidung war möglicherweise falsch oder eine andere wäre vielleicht besser gewesen. Aber man hatte trotzdem den Mut und besser ist es, eine Entscheidung zu treffen, die man mutig getroffen hat, als gar keine Entscheidung zu treffen. Weil dann bewegt man sich nicht vom Fleck. Ja, ein schönes Bild. Valeria, gibt es noch was, über das du gern sprechen möchtest? Aspekte, die wir noch nicht beleuchtet haben? Ja, also dich brauche ich, glaube ich, nicht zum Zukunftsmut aufrufen und dazu aufrufen oder ermutigen, zukunftsoptimistisch zu sein. Wobei sicherlich hast auch du manchmal Momente, wo du deinen Zukunftsoptimismus und deinen Zukunftsmut verlierst. Und das ist dann wichtig, das in den Momenten wahrzunehmen und zu spüren und in sich selbst hineinzuhorchen. Ich möchte jetzt gar nicht so esoterisch möglicherweise wirken, aber das ist wirklich super zentral, dass man einfach auf sein Herz und auf seinen Bauch hört und nüchtern auch wahrnimmt, was in einem und um einen herum passiert. Und wenn man spürt, dass man den Zukunftsmut verloren hat, dann ja, vermutlich mit Menschen in Kontakt treten wäre das Beste, die einem diesen Zukunftsmut vielleicht wieder verleihen könnten, die man vorher möglicherweise inspirierend gefunden hat oder bereichernd auf dieser Ebene. Das ist sicherlich hilfreich, den dann wieder zu finden, den Zukunftsmut. Du, also ich kann dem sehr zustimmen. Also bei mir ist nicht immer alles nur da oben und super positiv und optimistisch und so. Ich kenne diese Schwankungen sehr, sehr gut. Ja, ich habe sie auch immer wieder. Sie haben natürlich großteils zu tun mit dem, was sich in der Welt gerade aktuell tut und so. Was ich aber sehr interessant daran finde, ist, also ich sehe es als meine Verantwortung und meine Herausforderung, immer wieder diesen Weg zurück quasi zu finden, auch zu schauen, was stärkt mich jetzt, also ich arbeite dann sehr gerne auch mit diesen positiven Emotionen, zum Beispiel zu schauen, okay, wo kann ich etwas tun? Weil mich lang aufzuhalten und aufzuregen über Dinge, die ich nicht ändern oder nicht beeinflussen kann, ist ja nicht wahnsinnig konstruktiv. Das heißt, da noch zu sagen, okay, an dem kann ich jetzt konkret gerade nichts ändern, aber wo gibt es Bereiche, wo auch etwas Positives in meinem Leben und in der Welt passiert. Und da kommt natürlich die ganze Mutmacherei wieder ins Spiel. Aber auch, weißt du, auf der ganz persönlichen Ebene, wofür kann ich dankbar sein? Ja? Und da gibt es so unendlich viel. Nicht? Und da bin ich dann so dankbar, weißt du, allein, dass ich hier lebe, wo ich lebe, ja, in einem Land, wo so viel einfach wunderbar ist im Vergleich zu, wenn man in so viele Teile der Welt rausschaut. Ja. Ja. Also allein das, denke ich, wird schon eine Liste von hunderten Dingen. Und die Qualität von Beziehungen anzuschauen, die in meinem Leben sind und so weiter. Ja. Und da dann auch wieder zu, also das sind quasi Gestaltungsspielräume, die ich in mir selber als Individuum habe. Nicht? Und mich auch dabei zu beobachten, okay, wo ist denn mein Fokus hingerutscht? Und wo könnte ich ihn noch hinlenken? Ja, also so diese, sich selbst bewusst zu machen, worauf man die Aufmerksamkeit richtet. Und von anderen Dingen auch wegrichtet. Also diese Fokussierung ist enorm wichtig, sich auch zu befreien von den Dingen, die nur Lärm machen und Lärm sind und eigentlich eh nur belastend sind. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen. Ist auch gar nicht so einfach, denke ich mal, das da auszusortieren auch. Und ich glaube, Menschen, die sich grundsätzlich vielleicht schwer tun, optimistisch zu sein und so überwältigt sind vielleicht immer von diesen Dingen, die negativ sind in der Welt oder im Privaten,
Die könnten beispielsweise so einen Kalender machen, in dem sie wöchentlich, da gibt es ja unterschiedliche, in dem sie wöchentlich einfach die Fragen beantworten, weil ich ihn gerade da habe, lese ich die Fragen kurz ab. Also da wird praktisch Woche für Woche immer abgefragt, was ist mein Ziel für diese Woche, was sind meine Aufgaben für diese Woche, was ist das Gute, was diese Woche passiert ist, was sind meine Fortschritte und meine Erkenntnisse. Und dann gibt es noch eine Box für Freiraum. Einfach irgendwas. Also das finde ich immer ganz schön als Leitfaden, Woche für Woche, da so eine Reflexionsebene reinzubringen und sich immer wieder bewusst zu machen, ein bisschen rauszuzoomen aus dem, was wir immer sehr nah wahrnehmen, von dem wir auch abgelenkt sind und sich da Klarheit zu verschaffen und fokussiert zu bleiben auf das, was einem gut tut. Du hast eingangs auch den Begriff der Flughöhe erwähnt und das hat mich ja gleich ganz aufgeregt gemacht und so, weil ich bin ja eine große Freundin der hohen Flughöhe, weil ich ja so einen Spleen fürs Weltall habe und mich dadurch sehr viel auch mit dieser Perspektive von außen, ja, der Blick von außen auf die Erde beschäftige und allein das finde ich auch etwas, was unglaublich ermutigend ist und mich unglaublich dankbar auch macht, weil, also wenn man sich Bilder von diesem Blick anschaut, ja, die Erde von außen, die ist einfach so wunderschön, ja, die ist so ein unglaublich kostbares Geschenk und die, auch die Verletzlichkeit zu erkennen, die drinnen steckt und die, wie alles miteinander verbunden ist, ja, weil aus dieser höheren Flughöhe sieht man nicht jetzt die kleinen Probleme, ja, und da sieht man nicht die Menschen und die Tiere und die einzelnen Teile der Biosphäre getrennt, ja, sondern das ist einfach wie ein lebender großer Organismus, ja, wo alles miteinander verbunden ist und das finde ich ist einfach was ganz, ganz Berührendes und Wunderschönes und allein diesen Blick quasi irgendwie so aufzusaugen und so ist schon so wunderschön, ja. Und stiftet dann wahrscheinlich auch emotional Frieden, oder? Also ich spüre das total. Es stimmt mich total friedlich. Ja. Ja. Ja, also Friede sicherlich auch, ja. Und bei mir löst es auch Ehrfurcht aus, ja. Also es ist so, ich finde das, also Ehrfurcht eine ganz, ganz spannende Emotion, ja, weil es auch zumindest im Deutschen, im Englischen steckt das ja nicht so, also oh, ist ganz ein anderer Begriff, aber weil bei uns auch ein bisschen die Furcht drinnen steckt und das mag so negativ klingen, aber ich finde, es hat sehr viel zu tun mit diesem, sich in einen größeren Kontext hineinversetzen oder sich in dem wiederfinden und das kann natürlich auch Furcht machen, wenn man sieht, wie viel größer dieser Kontext ist als man selber. Ja, also zum Beispiel, denken wir im Zusammenhang mit Naturereignissen, Naturkatastrophen oder so kann das passieren. Aber so die Emotion, die das auslöst, ja, dieses Wow, ist das groß, ist das mächtig, ist das schön. Und ich bin ein Teil davon, ich darf ein Teil davon sein, ja, und ich bin aber auch nur ein Teil davon und nicht das Ganze und nicht der Nabel der Welt und meine Probleme sind nicht das Zentrum der Welt. Ich finde, es vermittelt auch sehr schön, worum es eigentlich geht und warum es uns allen gemeinsam um das gehen sollte. Ja. Absolut, weil wir alle natürlich eine Verantwortung tragen. Und das ist auch etwas, was ich ganz stark spüre, wenn ich diese blaue Kugel antwortet, zumindest Abbildungen von dieser blauen Kugel. Es dürften ja nicht so viele Menschen auf der Erde in Genuss dieses Anblickes kommen, aber selbst wenn man Bilder davon anschaut, finde ich, löst schon extrem viel aus und diese Verantwortung, die stimmt mich aber eben eigentlich positiv und mutig. Ich spüre das nicht als Belastung, dass ich Verantwortung trage. Ich sehe das als Aufgabe und Lebensziel schon fast eigentlich, da was Positives beizutragen und dazu beizutragen, dass diese blaue Kugel weiter besteht. Ja, ich finde es auch wunderschön, ja, dass
Also diese Möglichkeit zu haben und mitgestalten zu können und einen Beitrag dazu zu leisten. Tja, Valeria, in diesem Sinne danke ich dir für deinen Beitrag heute. Wunderschön, dass du zu Gast warst am Mood Talk und uns ein bisschen in die Zukunft entführt hast und positive Visionen von der Zukunft gemeinsam entwickelt hast. Danke, dass du da warst. Danke für deine Gedanken, fürs Teilen. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke, lieber Ira. Es hat mir viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Fein, mir auch. Du, alles, alles Liebe. Und ich glaube, wir werden uns wieder über den Weg laufen und in Verbindung bleiben. Definitiv. Okay, du dann. Ciao. Tschüss, alles Gute. Tschüss, Baba.